Hallo Freunde, ich hoffe, euch geht's super, super gut. In unserer heutigen Geschichte geht's um einen Kampf oder um eine Art Krieg oder eine Schlacht, sagt man auf Deutsch. Lasst mir ein bisschen Hintergrund geben. Israel ist aus Ägypten rausgeführt worden und Moses hat sie befreit und sie Gott hat ein Wunder getan und dann sind sie ausgewandert. Die Ägypter jagen ihnen nach. Mose tut wieder ein Wunder mit Gott und teilt das Meer und die wandern durch und die Ägypter sind besiegt. So, jetzt sind die Israeliten auf der anderen Seite, aber sie sind noch nicht im versprochenen Land. Das heißt, sie müssen immer noch marschieren. Und sie marschieren natürlich durch verschiedene Länder durch, um an das versprochene Land zu kommen, weil sie müssen ja bei denen ganz andere Teile vorbeikommen. So, manche von diesen Ländern sind natürlich nicht sonderlich glücklich, wenn da so ein Haufen Leute kommen. Und vielleicht haben sie das Gefühl gehabt, ja, vielleicht wollen die unser Land übernehmen. Deswegen haben sie gesagt, nee, ihr könnt da nicht durch. Oder haben sogar ihre Armeen gegen sie geschickt. Und eine Situation war folgende. Die Israeliten kommen in eine Situation, wo da eine große Armee vor ihnen steht. Und ja, sie haben ja gesehen, Gott ist stark, Gott ist auf ihrer Seite und sie können die Armee besiegen. Aber in dem Fall gibt Gott einen anderen Auftrag. Er sagt, ja, wir können sie besiegen. Aber dann sagt er zu Mose, solange deine Hände oben sind, so lange werdet ihr gewinnen. Aber wenn deine Hände runtergehen, dann werdet ihr nicht mehr gewinnen. Dann werden die Gegner gewinnen. Ich weiß nicht, ob du es mal probiert hast, deine Hände hochzuhalten. Versuch's mal. Und versuch es mal bis zum Ende vom Video hochzuhalten. Und sieh, wie lange das durchhält. Jetzt überleg dir, so eine Schlacht ist nicht in 5 Minuten gewonnen. Die dauert lange Zeit. Und der Mose muss ständig die Hände hochhalten, dass seine Armee gewinnt. Arme hoch, Arme hoch, Arme hoch. Nach einer Weile wurde er recht müde. Weil der Mose war auch nicht mehr der Jüngste zu dem Zeitpunkt. Es war auch schon ein alter Mann. Und was passiert? Seine Freunde kommen an seine Seite und helfen, dass seine Arme oben gehalten werden. Das heißt, der Superheld, weil Moses ist so ein bisschen als Superheld gesehen worden zu dem Zeitpunkt. Sie haben erlebt, wie er die ganze Wunder vollbracht hat. Durch Gott natürlich, nicht er selber, aber durch Gott. Und es hat ihm ein bisschen so einen Superheldenstatus von seinen Leuten gegeben. Aber in dem Moment hat der Superheld, der große Leiter, Hilfe braucht. Und es war ihm nicht peinlich, für Hilfe zu fragen. Und seine Freunde haben ihm geholfen und haben ihn stark gemacht in dem Moment. Die haben die Arme hochgehalten, wo er es nicht mehr konnte. Oder haben ihm was gebaut, dass sie hochgehalten werden. Faszinierend, oder? Ich denke, in der heutigen Zeit ist es doch oftmals so, aber als Leiter, dass wir vielleicht so Situationen haben wie der Mose. Wo wir vor einer Situation stehen und denken, ja, das ist viel. Vielleicht müssen wir auch unsere Hände hochhalten. Und wir merken nach einer Weile, wir können es nicht allein schaffen. Aber ich frage mich in Moses Situation, hat Gott das vielleicht so plan gehabt? Hat Gott vielleicht plan gehabt, dass Moses sieht, hey, in Gemeinschaft ist das geschafft. Ihr könnt es nicht einzeln schaffen, sondern wenn ihr zusammenhaltet. Ist das nicht auch ein bisschen die Idee oder die Hauptidee vom Körper von Jesus, the body of Christ, dass jeder ein Teil ist davon und dass jeder Teil so extrem wichtig ist? Wenn du ein Leiter bist oder auch in einer anderen Position, frag nach Hilfe. Sei nicht zu stolz, nach Hilfe zu fragen. Weil Gott wirkt oftmals durch die Hilfe, durch die Leute. Er wirkt oftmals und bringt einen Segen durch die Situation. Es ist faszinierend. Lass dich von ihm leiden. Aber nimm die Leute an deine Seite, die er an deine Seite stellt. Und lass dir helfen. Gott braucht nicht so viele Einzelkämpfer. Er braucht Gemeinschaft. Und als Gemeinschaft können wir sehr viel erreichen. Also, bitte um Hilfe, wenn du sie brauchst.
Und wenn das heißt, müssen wir über unseren Stolz ein bisschen hinwegkommen, so ist's. Dann machen wir das. Aber das ist extrem wichtig. Vater, ich bitte dich darum, dass du uns hilfst, uns ja, um Hilfe zu fragen. Andere um Hilfe zu fragen. In Situationen, wo wir es nicht allein schaffen, wo wir wirklich Hilfe brauchen. Herr, ich bitte dich darum, dass du uns wirklich zeigst, wie wir das machen und dass du Stolz in unserem Leben brichst, wo wir bloß an uns selber vertrauen und keine anderen. Und dass wir wirklich uns voll an dich anlehnen. Danke, Herr, dafür. Und ja, hilf uns einfach, die Sache ganz klar zu sehen in unserem Leben. Und dann hilf uns, die Demut zu haben, noch andere zu fragen. In deinem Namen beten wir das, Jesus. Amen. Also, bitte um Hilfe. Bis bald. Tschüss.